Ihr schaut die Walliser Nachrichten auf Tele Oberwallis. Schön habt ihr eingeschaltet und das sind unsere Schlagzeilen. Wenig Spenden für die Oberwalliser Partien, Identifizierung von 36 Hooligans nach Halbfinale und irakische Schlepper im Wallis verhaftet. Nationale Partien haben Geldsorgen. Wegen der schwierigen Wirtschaftslage bleiben Sponsorengelder aus oder schon Zugesagte von grossen Unternehmen und Banken hat man zurückgezogen. Schlagzeilen behaupten, der Pleitegeier kreisen schon über Summe Partien. Eine RO-Umfrage bei den Oberwalliser Partien hat gezeigt, dass die zwar auch nicht vorig sind, die aber schon seit Jahren gelernt haben, sich nach der Decke zu strecken. Die Kantonspolizei Luzern hat 36 Personen ermittelt, die beim GÖB-Halbfinalmatch zwischen dem FC Luzern und dem FC Sito randaliert haben. 7 davon sind aus dem Wallis. Gegen Ski hat man jetzt eine Strafuntersuchung eingeleitet. Die Internetfahndung war dabei erfolgreich. Auf der Homepage hat man Fotos von 8 Randalierern veröffentlicht. 2 davon haben sich selber gestellt, 5 davon hat die Bevölkerung identifiziert. Am Dienstag hat man im Wallis ein Mitglied von einer irakischen Schlepperbande festgenommen. Laut dem Bundesamt für Justiz sei er mal im Gefängnis und muss dann nach Italien ausliefern. Am Dienstag hat man noch in anderen 7 europäischen Ländern Leute im Zusammenhang mit illegalen Einwanderungen verhaftet. Rund 7 Monate nach der Couvert-Affäre bei der Stadtpräsidentenwahl in Brigliis laufen die Untersuchungen immer noch. Zwar hat man der Bevölkerung Anfang November versprochen, schnell aufzuklären und Licht in die dubiose Geschichte zu bringen. Auf Anfrage hat die zuständige Untersuchungsrichterin aber gesagt, über laufende Verfahren gäbe es keine Auskunft. Jetzt müssen wir damit rechnen, dass bis in den Herbst geht, bis über Schuld oder Unschuld entschieden kommt. Die Kantonspolizei von der Watt und vom Wallis haben am Dienstag die Raffinerie von Tamoil durchsucht. Dabei hat man abgeklärt, ob Tamoil gegen das Bundesgesetz vom Gewässerschutz oder das Bundesgesetz vom Umwetterschutz und die Luftreinhalteverordnung verstoßen hat. Ab dem 28. Juni bieten neben Sito weitere 8 Stationen von Wallis-Rold einen kostenlosen Veloverleih an. Im Oberwallis kann man ab dann zu Brigliis, zu Natersch, zu Fischb, zu Raro und zu Leig gratis Velo mieten. Laut dem Staatsrat Jean-Michel China will man mit Wallis Rold unter anderem einen Beitrag zur Gesundheitsförderung der Leute leisten. 7 Tage in der Woche bis am 1. November gelten das Angebot von Wallis Rold. Am Montagabend hat die Dauer- und Bürgerversammlung von Saas-Fee einstimmig zum Nachtragskredit für die sanierte Schulhaus zugestimmt. Die sanierte Schulhaus hat man im November 2008 eingeweiht. Zuerst ist man von Kosten von 1,8 Millionen Franken ausgegangen. Jetzt hat man aber nur mal 500'000 Franken müssen bewilligen. Die Dauerversammlung hat auch die Jahresrechnung 2008 einstimmig angenommen. Die Spendeinnahmen für das Hilfswerk Fastenopfer sind im Wallis mit 650 bis 700'000 Franken stabil geblieben. Schweizweit hat es eine Zunahme von ca. 600'000 Franken auf 18 Millionen gegeben. Dass es trotz wirtschaftlich schwieriger Zeiten keinen Spendenrückgang hat gegeben, führt Fastenopfer Schweiz auf die Solidarität von einem Menschen bei der zunehmenden Verarmung und der Teufelverwurzelung des Fastenopfers zurück. Der Generalvikar Bernhard Brugger ist der neue Domdekan von Sito. Ende Mai haben innere Domherren für 5 Jahre dazu gewählt und der Bischof Norbert Brunner hat die Wahl bestätigt. Der neue Domdekan hat sein Amt am 5. Juni übernommen. So also langsam nimmt euch die Sonne wieder ihre Stellung am Walliser Himmel ein. Am Morgen noch Regen, zum Mittag Wolken, aber am Nachmittag ist die Sonne gleich hier und da für euch an diesem Dienstag. Ob die Stellung mag gehalten, wir schauen es zusammen an im Walliswetter. Das Wetter mit beratung-immobilien.ch, Meister Reinhard Zwisp. Wie hat das Gericht uns an diesem Dienstag im ganzen Wallis veränderlich gewesen? Und so ähnlich geht es hier gerade am Mittwoch weiter. Am Morgen ist es noch bewölkt, im Verlauf des Tages tut es jetzt zwar ein bisschen auf, schon gegen den Abend ziehen aber wieder Schleierwolken in Richtung Wallis. Lokal sind dann sogar ein paar Regentropfen möglich. Und auch die Wärme lässt auf sich warten. Im Runental schaffen wir es mit 21 Grad knapp über die 20 Grad Marke drüber aus. Im Gomser warten wir Temperaturen um die 13 Grad. Am kältesten ist im Saastal mit 7 Grad. Erfreulicher sind die Dörfer die Aussichten auf die nächsten Tage. Dann gibt es doch vermehrt Sonnenschein. Der Regen bleibt uns und mit 25 Grad am Samstag kommt es doch auch wieder ein bisschen wärmer.
Das sind die Walliser Nachrichten vom Dienstag, 9. Juni. Am Mittwoch begrüßt auch hier an meiner Stelle meine Kollegin Andrea Zumhofen. Ich meinerseits sage merci vielmals für's Zuschauen und wünsche noch einen schönen Rest.